Du hast vielleicht auf meine Videos hier auf VH Golf mitbekommen, wie ich sage, man muss viel spielen. Aber weißt du was? Du musst nicht so lange trainieren. Und ich habe einen Vorschlag für dich, wie du nur ein paar Löcher spielen kannst und dann hast du ein richtiges Ergebnis. Wie geht das? Das werde ich erklären nach diesem sehr wichtigen Abschlag. Das ist Schlossplatz, Loch Nummer 10 und ein paar 5. Direkt in den Wind. So, wünsch mir Glück. Bisschen flach, aber der rollt aus und ist im Spiel. Also, ich spiele ein paar 5, ein paar 4 und ein paar 3. Was perfekt ist, weil diese Ergebnisse werde ich notieren. Die paar 5 Ergebnisse werde ich mal 4 malen. Die paar 4s mal 9 und die paar 3s mal 4. Wie du weißt, das ist meistens die Zahl der paar 3s, paar 4s und paar 5s auf normalen paar 72 Plätze. So, genial, oder? Dann werde ich ein Ergebnis haben nach 3 Löchern. Die Löcher hier in Lüttersburg sind nicht so lang, so ich habe keine Hölzer in meiner Tasche. Der längste Fairway-Schläger ist ein Eisen 4. Damit kann ich die 200 schaffen und mit meinem Driver habe ich eine gute Entfernung. So, da kann ich dir den Tipp geben, es ist wichtig, dass du Schläger hast, mit denen du richtig wohl dich fühlst. Wir dürfen keine Angstschläger haben, weil wenn wir uns wohlfühlen mit einem Schläger, haben wir bessere Chancen, gute Schwünge zu machen. So, wenn ich den gut treffe, habe ich einen schönen Sandwich, glaube ich, ins Grün. Und von der Richtung her fühle ich mich immer viel sicherer mit dem Eisen. Aber das ist mein Geschmack. So ein Pitch mit dem Sandwich, woran ich mit diesem Schläger arbeite, ist nicht so riesige Divots zu nehmen. Und das schaffe ich, wenn ich meinen Körper und Hände besser freilasse. Wenn ich unter Druck bin, halte ich eher den Schläger. Die Bälle fliegen gerade, aber der Eintreffwinkel ist so steil und der Kontakt ist nicht immer ideal. So, ich möchte wirklich da mitgehen, mit allem. Oh, ich mochte den Divot. Bisschen links und weit, aber auf dem Grün. Unsere Grüns werden schneller. Und ich mag schnelle Grüns. Dann brauche ich nicht zu schlagen und kann pendeln. So, wichtiger Putt. Das sind die paar 5s geschafft. Okay, so, jetzt geht's los. So, das wird spannend und wichtig für mich. Merkst du, wie ich Spannung aufbaue? Das will ich. Ich möchte das Gefühl eines Turniers haben. Aber das ist wirklich schwer. Das ist das schwerste Paar 4 auf unserem Platz. Das ist voll mit Gegenwind. So, umgesetzt ist es über 400 Meter. Die Landezone nicht so eng. Ich muss hier mit Driver. Und ich versuche wieder so einen flachen Links-Rechts-Ball zu spielen. Und beim Schwingen versuche ich da zu kommen, den Schläger auf der Ebene zu haben. Mein Fehl ist, hier zu sein. Und dann pushe ich und hook ich. Bisschen links gestartet. Ich hoffe, dass der etwas reingedreht ist.
gehe von aus. Was ich, glaube ich, noch nie auf diesem Kanal erwähnt habe, ist, dass ich weit nicht sehr gut sehen kann. Manchmal muss ich ein bisschen schätzen, wo meine Bälle landen. Oder hören. Man kann es hören manchmal, wenn sie landen. So, fast das Fairway getroffen. Bin total glücklich. Wie du siehst, 150 zum grünen Anfang. Die Fahne ist noch 15 Meter weiter. Ich werde ein Eisen 5 nehmen. Ich will diesen Ball so flach wie möglich halten und mein Tempo runterbekommen, weil der Wind ist sehr stark von vorne. Und da hinten wird es eng. Ein gerade, flacher Ball mit einem ruhigen Schwung. Gleiches Thema beim Abschwingen. Oh, ich hoffe, dass ich genug released habe. Man kann ja nicht sehen, da ist nur Sonne. So, nur leicht rechts. Immer noch zu kurz. Das finde ich Wahnsinn. Jetzt habe ich ziemlich viel Semiraff, über das ich den Ball schlagen muss. Also ein Sandwich. Wenn ich etwas im Schwung ändere, dann mache ich das in allen Bereichen. So, auch hier möchte ich nach vorne releasen und Bounce richtig spüren. So, kein Divot, flache Ball, viel Spin. So flach war er nicht. Nicht gut, aber. Aber der Gedanke war flach. So, es wird nicht leichter. 173 bis zum Grün, bis zur grünen Mitte, da ist auch die Fahne. Bin voll von vorne. Das ist wirklich ein Loch, wo man einen Ball leicht nach rechts pushen kann mit diesem Wind. Und das Raff ist ja tödlich. Ich möchte meinen Score schonen und werde bewusst etwas kurz schlagen. So, Eisen 5 habe ich. Obwohl das bestimmt 185 Meter spät bei dem Wind. Ich kann leider nicht sehen. Fühlt sich aber gut an. Und Divot ist gerade. Das ist so eine typische Situation, wo du nicht sicher bist, ob du hoch oder flach solltest. Aber mein letzter Schlag mit dem Sandwich fühlte sich so gut an, dass ich wieder mit dem spielen werde. Der sollte genau Kante aufkommen. Es ist so gut, wenn du beim Probeschwung Bounce spürst, oder? Das gibt Vertrauen. Kante getroffen. Oh. Du glaubst nicht, wie nervös ich war, als ich diesen Putt machte. So, das war eine Paarrunde, die nicht länger als eine halbe Stunde gedauert hat. Spannung pur. Ich musste an meine Dinge arbeiten. Mein kurzes Spiel war hier sehr entscheidend. Da hätte ich locker 9 über Paar spielen können. Und das baut mich auf für das nächste Mal. Und ich werde auf jeden Fall dieses Training öfters tun. Und ich schlage vor allem wenn du wenig Zeit hast, mach das. Die Hauptsache aber ist, dass du so oft wie möglich zum Golfplatz fährst. Danke für das Zugucken. Falls dieses Video dir gefallen hat, bitte Daumen hoch und vielleicht das Video an deinen Freunden teilen. Tschüss!